Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast. Hier ist endlich mal wieder eine neue Folge und wir schauen heute ein wenig voraus. Im März, und zwar vom 17. bis 19. März, findet eine Veranstaltung in Bad Bollstadt schon zum 7. Mal, glaube ich, gell? Ja. Marita, zum 7. Mal Fundraising für Hochschulen. Auch unser lieber Freund und Kollege Mike Meid wird als Referent mit vor Ort sein. Ich darf die Veranstaltung begleiten mit einigen Podcasts und Interviews und Fundcasts heißen sie, ja. Ich freue mich jetzt aber sehr, dass Marita, du hier bist und uns einfach einen Ausblick mal auf die Veranstaltung geben kannst und vielleicht erfahren wir auch schon ein wenig so über den aktuellen Stand Fundraising für Hochschulen. Braucht es denn dafür eigentlich eine eigene Tagung und wenn ja, warum, Marita? Ja, das hat ja Bad Boll die Tagung selber bewiesen. Die gibt es jetzt schon zum 7. Mal. Und ich kann das mal so beschreiben, 2002 war das alles noch in diesem Stadium der Neugierphase, was Hochschulfundraising angeht. Jetzt sind wir ja 2014, also 7. Tagung, und da hat doch überall das Machen angefangen. Aber also Bad Boll war dann einerseits immer Auslöser, Impulse, doch es gibt noch sehr, sehr viel Bedarf, um einfach da Dinge zu lernen, zu machen, die in anderen Bereichen des Fundraisings selbstverständlich sind. Zum 7. Mal, du warst von Anfang an mit dabei, als Mitinitiatorin, du bist für die inhaltliche Gestaltung verantwortlich. Wer ist noch im Team mit dabei bei der Veranstaltung? Ja, ein spannendes Tagungsteam. Zuallererst möchte ich natürlich nennen Dr. Irmgard Ehlers, langjährig auch aktiv in der Fundraising-Akademie, ihres Zeichens Studienleiterin in Bad Boll, und sie ist natürlich von Anfang an sozusagen die Gastgeberin in Bad Boll. Die Hochschulrektorenkonferenz ist von Anfang an mit im Boot, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Ausstrahlung in die Hochschulwelt. Und jetzt seit dem letzten Mal 2012 dabei ist auch der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft mit der Servicestelle Deutschlandstipendium und Alumni-Club-Net. Das ist ja die Vernetzung der Verein, der die Alumni-Clubs nicht nur deutschlandweit, sondern auch im deutschsprachigen Raum zusammenbringt, und das ist wirklich eine wunderbare Kombination. Jetzt wissen wir, wer da was veranstaltet, aber was wird denn veranstaltet? Jetzt kommen wir mal zu den Inhalten. Also ich habe eben schon gesagt, Mike Meid ist mit dabei. Wird er zu einem Online-Thema reden, vermutlich, oder? Genau. Mike macht einen Workshop. Das ist sozusagen eine Einheit. Es gibt immer Praxisworkshops, sowohl für die Einsteiger. Da ist jetzt eine Kollegin Gabi Höfner von der Uni Augsburg dabei. Mhm. Es gibt aber auch jetzt das Interesse, so traditionelle Fundraising-Instrumente wie Mailings mal für den Hochschulbereich anzugucken. Okay. Da ist Yvonne Ayub von der Uni Köln dabei. Also sozusagen auf dem Workshop-Bereich mehr in dieses How-To. Mhm. Aber es gibt ja dann auch die Best-Practice-Beispiele. Da haben wir wieder wunderbare, spannende Kollegen. Da kommt ein Kollege von KIT, das ist ja das Karlsruhe Institute of Technology. Also das KIT, ja. Und da geht es da um Erbschaftsfundraisings, aber auch Angela Poth dabei von der RWTH Aachen. Da geht es um Unternehmenskooperationen. Ja, und spannend ist auch, dass wir wieder zwei Kollegen aus Österreich bzw. Schweiz dabei haben. Okay. Dieses Mal Markus Schad, Uni Zürich, und Sabrina Tandari vom IMBA in Wien. Mhm. Und last but not least, wie immer eigentlich auch schon in der Tradition, in Bad Boll haben wir auch wieder einen internationalen Speaker, diesmal Chris Cox von der University of Manchester, was super spannend ist, weil in England das Hochschulfundraising wirklich so in den letzten 10 Jahren einen riesen Drive erlebt hat, den wir uns in Deutschland natürlich auch irgendwann erhoffen. Mhm. Und noch eine Person möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, und zwar, wir haben auch immer die andere Seite, sprich die Geldgeberseite dabei, und diesmal einen wunderbaren Philanthrop, Dr. Horst Weizmann, der in Millionenhöhe die Uni Freiburg gefördert hat. Okay, ja, super. Das Ganze findet statt, das haben wir schon gesagt, in Bad Boll. Ist auch ein besonderer Ort, oder? Ja, also diese Evangelische Akademie Bad Boll, die hat was. Ja. Da fanden schon legendäre Networking-Abende teil. Das ist ja eine 3-tägige Tagung, also mit 2 Übernachtungen, wo dann in dem berühmten Café Heuss da wirklich Pläne geschmiedet wurden, Projekte entwickelt werden, also wunderbar inspirierend und einfach auch sehr, sehr gut, um da sich wirklich mit Kollegen auszutauschen und sich zu verabreden.
Und vielleicht eines noch, dieses Mal haben wir auch ein ganz besonderes Thema. Wir wollen uns an einem Abend mit dem Thema Etikette befassen. Ja, also gerade bei den Großspendern, die ja im Hochschulbereich auch eine ganz wichtige Rolle spielen, hat das natürlich eine große Bedeutung. Okay. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Ich hoffe, es werden dann viele Plätze belegt sein und vielleicht sogar ausverkauft, die Veranstaltung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir viele, viele inhaltliche, spannende Inputs bekommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal noch eine spannende und nicht zu stressige Vorbereitung. Und dann sehen wir uns wieder im März spätestens. Na, wir schon früher, aber ja, dann auch auf jeden Fall im März. Herzlichen Dank, Jan. Vielleicht nur noch eins. Es kommen immer um die 100 Leute, deutschlandweit, Österreich und Schweiz. Also wirklich auch ein spannender Kollegenkreis. Ja. Super, ich freue mich drauf und vielen Dank für euer Interesse. Bis bald dann mit Fundraising für Hochschulen. Auf Wiedersehen. Tschüss.